CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, man kann ja über die verschiedenen Möglichkeiten oder Möglichkeiten, die es gar nicht gibt, hier reden. Aber ich finde, Frau Hensel, bevor man so einsteigt, wie Sie eingestiegen sind, sollte man wissen, dass in dem Augenblick, wo wir hier reden, Tausende von Menschen sterben in Aleppo und auch im Irak. Und dass sie sterben in Aleppo vor allem, weil Herr Putin und auch die Armee von Assad nicht nur Stellungen bombardiert, sondern alles bombardiert, was Menschen in Aleppo noch helfen könnte, ein bisschen Zuversicht zu haben. Von Hilfe will ich mal gar nicht reden. Davon haben Sie kein Wort verloren. Ihnen fehlt wirklich jede Kompetenz in Menschlichkeit. Das muss ich mal so klar und deutlich formulieren. Und dann, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, muss ich auch bei diesem ernsten Thema doch feststellen, wenn das Ergebnis von rot-rot-grünen Gesprächen das ist, was wir heute erlebt haben, dann muss ich nur sagen, das wäre für Deutschland eine ganz schlechte Alternative, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber jetzt, wir haben eine Entwicklung im Irak, in Mosul, die wir mit Zuversicht sehen, dass nach diesen Jahren der Besetzung der Stadt durch IS nun eine Befreiung erfolgen kann und soll. Aber es wurde ja bereits darauf hingewiesen, dass wir allein mit dem Vertreiben des IS aus Mosul noch lange keine Lösung haben, sondern dass wir uns jetzt genau darüber unterhalten müssen, was folgt politisch. Dass nicht der Fehler, der gemacht wurde, nachdem der Diktator in Irak vertrieben wurde, eine rein schiitische Regierung in Bagdad eingesetzt wurde, die sich um den Rest des mehrheitlich sunnitischen Landes überhaupt nicht gekümmert hat, mit all den Konsequenzen, die da eingetreten sind. Präsident Barzani von Kurdistan hat zu mir gesagt, nicht einmal eine Milchflasche sei aus Bagdad zu Ihnen gekommen. Nichts hätten Sie gesehen von der Regierung in Bagdad. Und das hat mit dazu geführt, dass die Menschen in Mosul damals, als der IS kam, hin und her gerissen waren, ob sie den unterstützen oder verteidigen sollen. Und es muss uns doch alle auch mit Sorge erfüllen, wenn Sunniten sagen, dass sie vor der Situation der Befreiung mindestens so viel Angst haben wie vor der Situation, als damals IS gekommen sind. Und deswegen ist unsere Aufgabe, jetzt alles dafür zu tun, dass wir eine politische Konferenz darüber bekommen, wie es weitergehen soll. Und ich finde, da haben wir auch eine Verantwortung. Sie haben es zu Recht gesagt, Herr Mützenich. Wir haben uns damals bereit erklärt, in einer wirklich intensiven Diskussion hier im Deutschen Bundestag, dass wir den Jesiden und Christen helfen, sich zu verteidigen, indem wir den Peschmerga-Kurden die Möglichkeit geben, dies zu tun. Ich erinnere noch mal an den Satz, der mich so bewegt hat wie kaum etwas anderes, als Barzani mir gesagt hat, Herr Kauder, ich erwarte nicht von Ihnen, dass Sie Ihre Söhne und Töchter schicken, um Ihre Glaubensbrüder zu verteidigen. Aber dann müssen Sie mir helfen, dass wir das tun können, die Peschmerga-Kurden. Und wir haben uns bereit erklärt, Waffen und Ausbildung zu geben. Und jetzt sind 4.000 mit in dieser Gruppe, die versuchen, Mosul zu befreien. Und wenn wir dort mitgeholfen haben, dass dies möglich ist, müssen wir jetzt auch alles daran setzen, politisch dahingehend zu wirken, dass die Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal gemacht werden, sondern dass wir in Mosul wirklich zu einer Befriedung kommen, dass alle beteiligt werden und dass nicht einer glauben kann, er kann die Situation ethnisch oder politisch oder religiös für sich nutzen, um neue Machtpositionen damit zu festigen. Und da bin ich der Bundesregierung auch außerordentlich dankbar,
sowohl dem Auswärtigen Amt, dem Außenminister, als auch dem Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die erstmal ein großes materielles Kontingent zur Verfügung gestellt haben. Wir haben im Irak so viel Geld gegeben wie niemand anderer als Einzelner, über 200 Millionen. Und dass wir jetzt diese Möglichkeit, dass wir auch finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, nutzen, um in dieses Gespräch zu kommen. Und ich hoffe natürlich auch, und damit will ich schließen, dass der heutige Tag, wo Putin nach Deutschland kommt, genutzt wird, darauf hinzuweisen, dass Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen stattfinden und dass dafür nur einige wenige in Frage kommen. Ich sage nicht, wer die Hauptschuld hat, aber nur einige wenige. Aber dass Putin mit diesen Menschenrechtsverletzungen überhaupt nichts zu tun hat, das entspricht auch nicht der Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist es richtig, dass es angesprochen wird. Und ich kann nur sagen, ich habe den Beitrag von Frau Göring-Eckardt auch gelesen. Und da sieht man, es ist der Versuch, in einer Situation, wo wir wenig Möglichkeiten haben, etwas zu machen, etwas zu tun. Wir sollten uns in dieser schwierigen Frage nicht gegenseitig absprechen, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir jetzt mit Putin noch einmal sprechen, alles versuchen. Aber eins ist auch richtig. Wenn Putin den Eindruck hat, dass Sprechen unsere einzige Form der Auseinandersetzung mit ihm ist, dann wird es auch nichts. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Omnit Noripur das Wort.